Ein neuer G20-Gipfel steht bevor. Die nächste Zinsentscheidung der Fed soll diese Woche noch fallen. Währenddessen schwächelt hierzulande die Konjunktur und im Golf von Oman schwelt ein neuer Konflikt. Wie geht's jetzt weiter an der Börse? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Finanzen-Net-Webinar. Mein Name ist Annika Niederkorn und ich bin an diesem Montagabend Ihre Moderatorin. Das erste Halbjahr von 2019 ist jetzt fast vorbei. Wir werfen heute gemeinsam einen Blick auf die kommenden Monate. Was sagen DAX, Dow und Co? Was belastet die Aktienmärkte derzeit? Was sagen die Charts? Und am wichtigsten, wie sollten Sie als Anleger sich jetzt verhalten? Diese und weitere Fragen wollen wir in den kommenden 60 Minuten mit unseren beiden Experten klären. Deshalb begrüße ich jetzt ganz herzlich Achim Matzke und Anuj Wilhelms von der Commerzbank. Guten Abend. Hallo, ich grüße Sie. Ja, guten Abend zusammen. Wunderbar, der erste Soundcheck hat geklappt. Herr Matzke, Sie sind Leiter für technische Analyse und Index Research. Stellen Sie sich unseren heutigen Zuschauern doch bitte in wenigen Worten vor. Ja, mein Name ist Achim Matzke. Ich leite bei der Commerzbank den Bereich technische Analyse und Index Research. Und im Bereich technische Analyse, das machen wir mit Kolleginnen und Kollegen in London und in Frankfurt. Und es ist so, wir schauen nach allen Produkten, sei es Währungen, sei es Zinsen, sei es Rohstoffe, sei es Aktien und dort auch über die verschiedenen Zeithorizonte. Das kann sich also, gerade wenn es um Devisen geht, vom Intraday-Handel, aber auch bis zu mittel- und langfristigen Perspektiven, die auch durchaus Thema hier sein werden heute. Herr Wilhelms, auch Sie möchte ich kurz um eine Vorstellung bitten, damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wissen, wer da heute zu Ihnen spricht. Hallo, mein Name ist Arnosch Wilhelms. Ich bin seit rund 15 Jahren im Zertifikatebereich hier bei der Commerzbank tätig. Und der eine oder andere wird es vielleicht wissen, seit 30 Jahren gibt es das Geschäft hier bei der Commerzbank. Wir feiern gerade unser 30-jähriges Jubiläum zum Thema Zertifikate, Optionsscheine und Aktienanleihen. Und ich begleite Herrn Matzke heute Abend. Ich werde versuchen, vor allen Dingen produktseitig Fragen zu beantworten und werde vielleicht am Anfang auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, wer wir sind und was wir machen, bevor wir dann sozusagen ich das Mikrofon an Herrn Matzke überreiche, um dann tatsächlich ins Eingemachte einzusteigen. Ja, liebe Zuschauer, bevor wir gleich richtig in das Thema einsteigen, hier noch ein kleiner Hinweis von mir. Wenn Sie Herrn Matzke, Herrn Wilhelms oder mich nicht verstehen oder nur schwer verstehen, dann melden Sie sich bitte kurz über die Chatfunktion. Diese Funktion nutzen Sie bitte auch, um Fragen an unsere beiden Experten zu stellen. Wie immer hier bei Finanzen Net klären wir nämlich am Ende der Veranstaltung gemeinsam mit unseren beiden Experten noch offene Fragen. Möglicherweise greife ich Ihre Frage aber auch direkt auf, wenn es sich zum Beispiel um eine Verständnisfrage handelt. Jetzt würde ich aber sagen, verlieren wir keine Zeit mehr. Herr Wilhelms, dann übergebe ich das Wort an Sie und würde Sie bitten zu starten. Ja, also wie Sie sehen, habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Ich möchte es auch nicht allzu langweilig machen. Also es geht hier in dem ersten, das ist jetzt schon der zweite, in dem ersten Slide eigentlich darum, kurz einen Ausblick oder einen Einblick in den Zertifikatemarkt in Deutschland zu geben. Hier sehen Sie das Volumen, was in Zertifikate in Deutschland investiert wurde. Und das sind diese gelben Balken. Das ist seit 2004, also im Prinzip noch vor dem Ausbruch der Finanzkrise. Da sieht man auch, dass es steil angestiegen ist von fast 50 Milliarden auf über 140 Milliarden. Dann kam die Finanzkrise, dann waren vor allen Dingen auch Zertifikate ein bisschen im Verruf. Die haben darunter gelitten, haben sich danach aber wieder deutlich erholt bis ins Jahr 2010, 2011. Und seitdem sinkt der Markt, beziehungsweise seit 2015 stagniert der Markt. Und Sie sehen das, ich habe hier Pfeile eingezeichnet, die Finanzkrise nach der Erholung und dann das Niedrigzinsumfeld. Also auch im Zertifikatemarkt spüren wir sehr stark, dass Anleger im Prinzip nicht in unsere Produkte investieren. Das ist nicht, weil sie irgendwie schlecht sind oder langweilig, sondern einfach, da hängt zum Großteil damit zusammen, dass das Niedrigzinsumfeld auch die Konditionen für Zertifikate verschlechtert. Und ich habe in Blau daneben nochmal die Rendite der Bundesanleihe über 10 Jahre daneben gelegt. Das heißt, Sie sehen hier, die Nulllinie, die haben wir gerade wieder unterschritten. Das heißt, auch im 10-Jahres-Bereich der Renditen gibt es jetzt wieder weniger am Ende der Laufzeit, wenn man heute dem Staat 10 Jahre sein
Geld leiht. Also insofern, dieses Niedrigzinsumfeld belastet uns. Nichtsdestotrotz gibt es Produktkategorien, die durchaus auch profitieren können. Und hier sehen Sie seit 2007 das Volumen in Aktienanleihen. Das ist nämlich gestiegen. Und zwar deutlich von unter einer Milliarde, die dort investiert waren, auf fast 10 Milliarden. Und das jetzt im Jahr 2018/19. Auch hier ist es zwar so, dass das Zinsumfeld leicht belastet, nichtsdestotrotz sind diese Produkte im Prinzip für den Markt eigentlich perfekt geeignet, indem der Aktienmarkt seitwärts läuft, beziehungsweise nicht stark fällt. In allen anderen Szenarien oder stark steigt, sind sie mit der Aktienanleihe in der Regel besser unterwegs. Das ist nur ein Beispiel. Also es ist im Prinzip nicht so, dass nur alles schlecht läuft, in Anführungsstrichen, oder runtergegangen ist. Es gibt Produktkategorien, die deutlich gestiegen sind, deutlich im Volumen zugelegt haben, so zum Beispiel Aktienanleihen. Hier nochmal ein kurzer Vergleich. Der Umsatz, der hat sich relativ konstant entwickelt seit 2009. Und ich habe hier in Blau dazu den DAX gezeigt. Wir haben ungefähr einen Umsatz von 8 bis 10 Milliarden Euro im Monat im Zertifikatebereich. Und das sind neben den Anlageprodukten vor allen Dingen Hebelprodukte, die hier gehandelt werden. Und immer dann, wenn der Markt ein bisschen seitwärts tendiert, dann sind Anlagezertifikate durchaus gefragt. Immer dann, wenn der Markt hoch und runter geht, sind durchaus Hebelprodukte, zumindest bei uns auf der Umsatzseite, immer die Spitzenreiter. Was bieten wir an? Hier haben Sie die Chance-Risikopyramide von ganz risikoarmen Anlageklassen wie Anleihen oder Kapitalschutzzertifikate bis hin zu sehr spekulativen Instrumenten wie Knockout-Optionsscheine oder CFDs. Und diese rot umringelten Produkte, das sind die, die wir hier bei der Commerzbank sehr aktiv anbieten. Vor allem Aktienanleihen habe ich schon angesprochen, und Discount-Zertifikate sind risikoärmer als Aktien, die Sie rechts oben in dem Bereich finden. Und wir bieten großen Teil an Hebelprodukten an, die bieten natürlich mehr Risiko, aber auch mehr Chance, wenn es um ein Aktieninvestment geht. Wir sind in ganz Europa aktiv, nicht nur in Deutschland. Das heißt, wir sind in den meisten Märkten unter den Top 3. Das heißt, hier ist die Commerzbank tatsächlich, man kann sagen, der Marktführer in Europa, wenn es um strukturierte Produkte, eben Zertifikate, Aktienanleihen und Optionsscheine gibt, die an selbstentscheidende Privatanleger vertrieben werden. So, und jetzt der letzte Hinweis in eigener Sache, in eigener Werbung. Wie finden Sie beispielsweise eine richtige Aktienanleihe? Sie gehen bei uns auf die Website zertifikate.commerzbank.de, wählen zweitens Produkte aus, suchen sich dann beispielsweise Aktienanleihen aus. Wenn Sie dann weiterklicken, bekommen Sie Filtermöglichkeiten. Dort können Sie entweder den Basiswert auswählen, zum Beispiel hier in diesem Beispiel Nokia, Amazon, was auch immer Ihnen beliebt. Die Laufzeit können Sie festlegen, die Rendite, den Basispreis. Und dann können Sie, wenn Sie ein Produkt gefunden haben, rechts auf das Produkt selbst klicken. Dort finden Sie weitere Informationen. Sie können alle relevanten Dokumentationen runterladen. Ich gebe Ihnen auch nochmal den Tipp, wann immer Sie Aktienanleihen, Optionsscheine oder Zertifikate handeln, gucken Sie auch nochmal auf die Website des Emittenten. Da sind die Datenquelle ist dort in der Regel sehr, sehr gut. Und wenn Sie dann am Ende kaufen oder verkaufen wollen, dann bietet sich bei uns beispielsweise an, den Button kaufen oder verkaufen zu betätigen. Dann kommen Sie direkt in die Ordermaske von Ihrem Online-Broker. Ja, und ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht in Anführungsstrichen zu sehr gelangweilt mit dem ersten Teil. Das ist ein bisschen das Thema, warum wir auch diese Webinare veranstalten, weil Sie eben mit Zertifikaten nicht nur auf steigende Aktienkurse setzen müssen. Sie können eben auch wunderbar Geld verdienen, wenn der Aktienmarkt seitwärts läuft oder sogar leicht fällt. Und für diejenigen, die dann ganz besonders vorsichtig beziehungsweise dann auch spekulativ unterwegs sind, die können auf fallende und auch stark fallende Märkte setzen. Also, wenn Sie sich bisher noch nicht viel mit Zertifikaten, Optionsscheinen oder Aktienanleihen auseinandergesetzt haben, dann lohnt sich mal ein Besuch bei uns auf zertifikate.commerzbank.de. Ja, damit bin ich auch schon am Ende. Sag vielen Dank und übergebe das Mikrofon an Achim Matzke. Vielen Dank. Ja, Arno, vielen Dank. So, Achim Matzke, Vorstellung hatten wir ja und jetzt wollen wir natürlich meine Präsentation und jetzt brauche ich hier mal kurz Hilfe von der Technik, weil sozusagen das Bild weggeschaut ist. Aber ich habe eine Präsentation vorbereitet. Es gibt eine ganze Menge Charts hier zum Anschauen und wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Es soll vom Großen zum Kleinen gehen. Wir starten sozusagen mit der Lage an den internationalen Finanzmärkten und da vor allen Dingen bei den Zinsen. Und ich will mal darauf hinaus, praktisch, wenn Sie Geld investieren wollen, das Wichtigste, was wir brauchen, hier gibt es eine Inhaltsangabe auf Seite 3, geht es praktisch mit den Zinsen los. Das Wichtigste ist das Geld und das Geld steuern die Notenbanken.
Und auf dieser Seite, auf Seite 4, findet man folgende Situation. Unten läuft die Zeit ab 2008, also nahe seit der Finanzkrise. Und nach links oben läuft die prozentuale Ausweitung der Notenbankbilanzen. Und darunter versteht man, wäre einem ganz simpel gesagt, wenn es sozusagen mehr Geld in den Kreislauf gibt, dann besteht sozusagen die Chance, dass die Assetpreise steigen. So heißt das also, dass Aktien steigen, dass Anleihen steigen, damit die Zinsen fallen, aber auch, dass Rohstoffe steigen. Das gilt übrigens auch für Produkte außerhalb der Börsen, wie zum Beispiel Immobilien, dass die sozusagen steigen. Und hier sehen Sie die schwarze Linie, das sind die Briten. Ja, die haben eigentlich das immer erfunden, immer wenn es schwierig wurde, werden die Geldmengen tierisch ausgeweitet. Man nimmt in Kauf, dass die Währung eventuell schwächelt. Und sehr schön zu sehen, als der Brexit-Vote hier war, und da ist man nochmal in die Vollen gegangen und hat sozusagen die Währungsabwertung mit in Kauf genommen, die ja zum Teil auch stattgefunden hat. Aktuell ist man ein bisschen so eine Warteposition. Eigentlich sehr schön zu sehen, die Amerikaner sind eigentlich sehr früh, die Konjunktur war ja nicht schlecht, die Arbeitslosigkeit rum, man wollte normalisieren, so nennt sich das. An der gelben Linie kann man sehen, dass die amerikanische Notenbank ihre gigantische Bilanz leicht zurückgefahren hat, indem sie auch Anleihen verkauft hat. Und sie sind aber nicht ganz so weit gekommen, wie sie wollten. Und jetzt sind sie auch unter Druck. Auf der anderen Seite sehen Sie aber auch in der Eurozone oder auch in Japan wurde fleißig Geld gedruckt. Also damit auch die Basis geschaffen, dass Kurse steigen. Die Chinesen fahren sicherlich einen sehr eigenen Kurs, sehr kontrolliert, würde ich mal sagen, von der Tendenz her. Wenn wir jetzt so eine Art Bewertungsmodell machen, was erwarten wir denn als Ergebnis von diesen Dingen? Muss man einfach sagen, aktuell erwarte ich ein leichtes Plus hier, weil die Notenbanken werden in Richtung eine lockere Geldpolitik schwenken, wenn sie es auch schon gemacht haben. Wir haben ja schon Zinssenkungen gesehen, zum Beispiel in Australien gab es schon von den G10-Staaten oder aber auch Indien hat seine Zinsen gesenkt und ganz wichtig dabei sind die Inflationserwartungen und schauen Sie mal auf der nächsten Seite, Seite 5, oben rechts. Habe ich die Inflationserwartungen für die Eurozone, die man ja aus verschiedenen Marktprodukten abgreifen kann. Und da sieht man, dass da, wo der rote Kringel ist, diese Inflationserwartung, die ist so niedrig gesunken wie Anfang 2016, als man ja auch massiv in das QI-Programm mittendrin steckte. Diesmal ist es ohne QI. Es ist einfach die Angst, dass die weltweit sich etwas abkühlende Konjunktur auch dafür sorgt, dass sozusagen diese Inflation runterkommt. Und das fordert die Notenbanken raus, wieder lockerer zu werden. Das gilt übrigens unten auch für die Inflationserwartung in den USA, da genau das Gleiche, obwohl gut Konjunktur und angespannt Arbeitsmarkt oder guter Arbeitsmarkt im historischen Vergleich, dann gibt es eigentlich keinen Grund, sozusagen die Notenbanken hier unter Druck. Und hier geht es mal technische Analyse. Das ist der T-Note Future auf Seite 6. Unten läuft die Zeit seit 2013. Oben rechts sehen Sie die beiden letzten Notenbankchefs in den USA, Frau Yellen in der Mitte, die ja vorher dran war, keinen schlechten Job gemacht hat, eigentlich sehr ruhig gefahren ist, so ein Tick akademisch, wenn sie im Reden war. Und Herr Powell, der jetzt praktisch der Chef ist, ein tendenzieller Schnellredner im Vergleich zu den drei Notenbankpräsidenten vorher auch sehr konkret. Und hier sehen Sie die technische Situation. Schwarz ist der T-Note Future auf die 10-jährigen amerikanischen Anleihen. Fällt die schwarze Linie, bedeutet das, dass die Anleihekurse fallen und die Renditen steigen. Und sozusagen steigt die schwarze Linie, genau umgekehrt. Und hier sieht man seit 2017 von 134 ausgehend gab es fallende Kurse, auch mit Verkaufssignalen. S steht für Sell Signal, B für Buy Signal und ab und zu taucht auch mal TP auf, TP für Take Profit Signal. Da sehen Sie fallende Kurse, steigende Renditen. Sehr schön zu sehen, Ende 2017, Anfang 2018 gab es richtiges Verkaufssignal mit dem Rutsch unter 122,8 und dann einen Monat später, also nachdem die Zinsen sozusagen unter Druck standen in den USA, kam auch Volatilität am US-Aktienmarkt auf. Dann aber seit dem Jahreswechsel 2018, 2019 hat sich die Lage gewendet. Die Konjunkturdaten sind nicht mehr so gut. Und die Notenbank hat eine andere Rhetorik eingeschlagen zunächst und jetzt stehen sie, was in Ordnung, die US-Longbond-Renditen sind wieder deutlich gesunken. Und das ist auf der nächsten, das hängt mit der nächsten Grafik zusammen. Wir gehen davon aus, dass das hier noch moderat weitergeht, aber hier steht schon überkauft. Wir haben doch so massive Kursgewinne gesehen, dass es sein kann, dass in anderen Bereichen der Zinskurve man eventuell ein bisschen mehr verdient als am langen Ende. Nämlich, das ist die nächste Grafik. Ich versuche es zu erklären, warum sind denn die Leute so nervös? In dieser Grafik funktioniert folgendermaßen. Seit 1966 unten läuft die Zeit nach rechts und nach oben haben wir Renditen dargestellt. Und zwar die Differenz, und das sieht man oben rechts, steht das, US-Zinskurve, 10-Jahreszins minus 3-Monatszins.
Der 3-Monatszins mit beeinflusst von der Notenbank, der 10-Jahreszins soll sich ja freier Markt bilden. Das bedeutet, diese schwarze Kurve, die hier dargestellt ist, fällt die schwarze Kurve, bedeutet das, dass die 3-Monatszinsen und 10-Jahreszinsen sich angleichen. Im Endeffekt die Kurve verflacht. Ja, wenn die Kurve flach ist, also waagerecht läuft, dann kriegt man für 3 Monate genauso viel wie für 10 Jahre, was ja eigentlich nicht so clever ist, weil ich habe ja viel mehr Risiken für 10 Jahre. Und jetzt ist die interessante Situation, wenn Sie das seit 1966 sehen, immer wenn diese schwarze Kurve ins Negative gedippt ist und dann den Tiefpunkt erreicht hat, da habe ich so ein rotes Kreuz hingemacht, im Regelfall vergingen da ja einige Monate. Also wenn ich runtergedippt bin, danach stellen wir fest, dass es mit einer Zeitverzögerung immer eine Konjunkturflaute oder sogar eine Rezession in den USA gegeben hat. Und jetzt, wenn wir die aktuelle Lage sehen, sehen wir, dass die Anleiherenditen am langen Ende gesunken sind und die amerikanische Notenbank hat da nichts gemacht mehr. Das kurze Ende ist fest und dieser Spread ist leicht negativ geworden. Und das heißt, die Frage, ist das wieder ein guter Indikator für eine Konjunkturflaute fürs nächste Jahr? Und das ist natürlich das, was Herr Trump nicht haben will. Im nächsten Jahr stehen die Wahlen an in den USA und er möchte ja wiedergewählt werden. Und ich bin mal ganz diplomatisch ausgedrückt, wenn Herr Trump sich irgendwo Kompetenzen zuschreibt an den Bereich Wirtschaft und Finanzen und sollte er gerade in dem Bereich sozusagen schwächeln, dann ist es natürlich, weiß nicht, ob er mit außenpolitischen Aspekten oder so punkten kann bei der Wählerschaft. Und hier sieht man jetzt, angenommen, das ist jetzt unsere Prognose von der Commerzbank, dass die US-Notenbank in diesem Jahr mindestens zweimal die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Muss nicht unbedingt schon übermorgen sein, auf der nächsten Sitzung kann auch sein, dass es im Juli auf der Sitzung kommt. Dann würde sozusagen diese schwarze Kurve sich wieder nach oben bewegen, das kurze Ende sinkt, das lange Ende sozusagen sich wahrscheinlich nicht bewegt oder vielleicht sogar von Profits, von Gewinnmitnahmen begleitet wird. In der Situation nennt man auch Fat behind the curve. Ja, der Markt ist schon vorgelaufen und jetzt kommen sie eventuell mit Zinssenkungen hinterher. Notwendig. Die historische Erfahrung, wie gesagt, zeigt, dass so eine normale Zins, kurze Ende niedriger als lange, dass das konjunkturfördernd ist und eine flache Zinskurve habe oder vor allen Dingen auch eine inverse, dass das nicht so gut ist für die Konjunktur. Also da kommt die Nervosität sicherlich auch an den Märkten her. Und hier sehen Sie US-Notenbank unter Druck. Also unserer Meinung nach kommen mindestens 3 Zinssenkungen. Muss man ehrlich sein, sollten Sie nicht 25 Basispunkten, sondern mehr, dann sind die Märkte sicherlich erstmal recht nervös, weil das ist ja wie wenn man die Paniktaste gedrückt hätte auf dem niedrigen Niveau. Hier sehen Sie ein bisschen Dilemma der EZB. Die EZB hat schon so niedrige Zinsen. Das heißt, die Amerikaner hatten ja durch den Zinserhöhungszyklus sich ein bisschen Spielraum verschaffen können. Den hat die EZB den Zinsen praktisch nicht auf dem niedrigen Niveau. Die Amerikaner haben bei der Zinsseite etwas mehr Pulver. Ob das reicht, muss ich zeigen. Oder ob sie wieder mit QE anfangen oder noch sich was anderes einfallen lassen. Schauen wir mal weiter. Und zwar, nicht, dass ich hier gleich zwei gemacht habe. Das ist praktisch das, was Sie übergeordnet finden. Ich versuche es mal zu erklären. Unten sehen Sie das Risiko. Nach oben sehen Sie Ihre Erwartung. Unten, unter den roten Strichen, haben Sie die Situation, eine Realverzinsung erzielen. Also wenn Sie zum Beispiel in Europa Staatsanleihen investieren, die bringen ja weniger als die Inflationsrate, dann haben Sie einen garantierten Verlust. Und oberhalb dem roten Strich, da können Sie eventuell mit Immobilien oder auch mit Aktien oder wenn es ganz weiter hoch geht, mit ganz Unternehmensbeteiligung Gewinn erzielen. In den USA hat man die Zinsen leicht angehoben, dieses sogenannte Financial Repression. Unter Financial Repression, das ist, wenn der Staat in Kombination mit Notenbank die Zinskurse manipuliert, aber ich würde sagen beeinflusst, mit dem Ergebnis, dass die Refinanzierung des Staates günstiger ist als die Inflationsrate. Dann kann ich sozusagen Schulden abbauen, meine Schuldentragfähigkeit verbessert sich und der Staat kann ja über mehrere Jahre planen. Und da sieht man oben in Europa, dieser Aspekt sozusagen in Großbritannien und in der Schweiz sozusagen eher durch den Markt entstanden, in der Eurozone durch die massiven QE-Programme in letzter Zeit erzwungen. Und in den USA war Normalisierung und man ist aber nicht allzu weit gekommen, jetzt muss er schon wieder zurückrudern. Solange dieses Bildchen existiert, mit Anleihen sozusagen nichts oder ganz wenig verdienen und frei werdende Gelder werden dann sukzessive in die da oben liegenden Assetklassen sagen geschoben. Immobilien war ja hervorragend oder Aktien konnte man gut verdienen und das funktioniert aber nur, solange der Staat nicht eingreift. Eine kurze Anmerkung dazu. Ich habe jetzt mir die Bundesbankstatistik nicht im Detail angeguckt, aber soweit ich das sehe,
passiert eben bei den meisten Anlegern genau das nicht. Das Geldvermögen an Sichteinlagen, das steigt und steigt fast exponentiell an. Das heißt also, wenn Gelder frei werden, werden sie zwar ein bisschen auch im Immobilienmarkt geschleust, aber im Grunde genommen liegt viel Geld einfach nur rum, Milliarden über Milliarden. Und die meisten Bürger schauen einfach zu, was damit passiert. Also so richtig kann man das ja nicht sehen, oder? Nee, eine clevere Strategie ist das natürlich nicht, weil das Geld, ich bekomme keine Verzinsung und ich habe die Inflationsrate und die knabbert sozusagen an dem Wert des Geldes. Und es ist also sozusagen clever, in den Bereich zu investieren. Allerdings muss ich bereit sein, ein bisschen Risiko zu nehmen. Ich bekomme keinen Return sicher. Wichtig hier bei dem Bild, wenn staatliche Institutionen eingreifen, die sehen hier Immobilien, da kann man schon eine Verzinsung leicht oberhalb der Inflationsrate erzielen. Und wenn natürlich dann so Diskussionen über den Eingriff wie Deckel bei den Mieten oder sonstige Dinge passieren, kann es eben sein, dass der Staat sozusagen in verschiedene Bereiche da oben eingreift und sie sozusagen als der Marktpreis sich nicht mehr frei bilden kann und dann ist eventuell diese Asset-Klasse nur eingeschränkt attraktiv. Aber in der Summe muss man sagen, Financial Repression läuft und wer in den letzten Jahren, und das ist ja meine These, dass das auch so weitergeht, wer in den letzten Jahren zwei Asset-Klassen hatte, und zwar Immobilien und Unternehmensbeteiligung, das gilt übrigens auch für Unternehmensbeteiligungen, die nicht börsennotiert sind, der war sozusagen auf der Gewinnerseite. Und wer Anleihen, auch Sparbuch ähnliches hat, der hat halt sozusagen nichts gewonnen. Ne? Und alles deutet darauf hin, dass die Notenbanken das weitertreiben werden, damit die Konjunktur sozusagen nicht schwächelt. Und hier praktisch, was hat der Bund Future daraus gemacht? Anfang 2016, der Bund auf die 10-jährigen Bundesanleihen. Hier wieder die gleiche Situation, steigt die schwarze Kurve, bedeutet das, dass die Kurse steigen der Anleihen und die Renditen sinken und umgekehrt. Und parallel zu dem Anstieg der Anleiherenditen in den USA seit 2016 sind auch in Deutschland die Zinsen ganz leicht angestiegen. Hier waren wir minus 0,2%, leichter Anstieg, so in der Summe ungefähr bis plus 0,5, 0,6. Und hier war Italien 2018, dass die Regierung sozusagen es nicht so genau nimmt. Ja, da gab es einen gewissen Run. Aber eigentlich seit dem Jahreswechsel sind wir hier mit einem schönen Kaufsignal raus. Und hier der Sprung nach oben hat auch durch den Kontaktwechsel und den Ship-to-Deliver-Wechsel stattgefunden. Und unsere Prognose ist hier, dass das so bis in den Bereich um 174 weiterlaufen sollte. Und das würde bedeuten, dass es durchaus eine Chance gibt, dass die Renditen der 10-jährigen Anleihen in Deutschland, die sind ja ungefähr so minus 0,26, dass die so bis im Bereich minus 0,4, 0,45 sozusagen weiter sinken. Ja, auf niedrigstem Niveau weiter sinken. Wobei sicherlich dann nochmal geopolitisch oder so, wenn es irgendwo Auseinandersetzungen gibt, sich diese Tendenz sogar noch beschleunigen könnte. Ja, Herr Arnusch, wenn Sie eine Frage zu haben. Ja, eine Frage nicht, nur eine Anmerkung auch nochmal im Hinblick auf das, was ich eingangs gezeigt habe. Also wir sehen das hier im Optionsscheinbereich, werden da vor allen Dingen Turbo-Optionsscheine beim Bund Future eingesetzt, um eben auf entweder steigende oder fallende Notierungen zu setzen. Das heißt also, wer sozusagen ein Anleiheportfolio hat und jetzt auf dicken Kursgewinnen schon sitzt, der kann beispielsweise mit Put-Optionsscheinen eben auf den Bund Future diese Gewinne absichern, ohne gleich die Position verkaufen zu müssen. Beziehungsweise was wir sehen, ist natürlich vor allen Dingen Spekulanten, die sagen, okay, ich gehe davon aus, der Bund Future geht nochmal ein 10, 20, 30 Basispunkte nach oben oder nach unten und dann kann man mit Turbo-Optionsscheinen entsprechend auch auf Tagesbasis da agieren. Wenn man sich so die Umsatzlisten anguckt, dann ist das ungefähr so das Bild im Zertifikatebereich. Also sind nicht nur Aktien, die sich sozusagen, auf die sich Zertifikate, Optionsscheine, Aktienanleihen beziehen, sondern eben auch Bund Futures zum Beispiel als einer der größten weltweit liquidesten Index Zinsfutures. Okay, was heißt das hier so ein bisschen? Jetzt müssen wir nochmal die Asset-Klassen vergleichen. Das habe ich auf der nächsten Seite. Das ist eine Grafik, die geht immer auf Monatsendbasis. Das heißt, die Entwicklung des Junis ist nicht dabei, aber die ist sozusagen aus Aktiensicht nochmal positiv. Wie sieht man diese Grafik? Unten läuft die Zeit 2006 und nach links oben haben wir Renditeniveaus beziehungsweise Inflation. Inflation ist mein böser Böse, der ist rot. Der Gelb ist iBox Germany. Das ist repräsentativ für die Zinskurve Deutschlands. Ganz besonders beliebt, auch bei EF-Investoren, weil das sind Anleihen der Bundesrepublik Deutschland, lässt sich also 100% duplizieren. Schauen wir die Entwicklung an, eigentlich so seit 2013 läuft Financial Repression, da sieht man so, die rote Kurve ist auf dem Niveau der gelben, das heißt, der Staat kann sich günstiger finanzieren,
Und dann, als die Inflationsraten gesunken sind, die Zinsen gesunken. Und hier kommt dann Financial Repression, verschärft sich seit 2016. Die rote Kurve zieht an. Herr Draghi hat also einen gewissen Erfolg gehabt mit seiner Politik, aber die gelbe Kurve unten, das heißt, der Staat kann sich immer günstiger refinanzieren. Was ist in den letzten Tagen passiert? Diese gelbe Linie ist hier sogar ins Minus gerutscht und die rote Linie mit den neuesten Daten hier wieder ein bisschen runtergekommen. Das heißt, wir haben weiterhin tiefstes Financial Repression, also die deutschen Staatsfinanzen werden durch diese Sache sozusagen günstig sich weiterentwickeln. Das ist das Interessante bei der Sache. Eigentlich wird diese Politik für Südeuropa, aber die wirklichen Profiteure sind natürlich der Alman bei denen. Das ist nicht nur Deutschland, auch Österreich und die Niederlande haben sich die Staatshaushalte schon massiv verbessert. Und in der Südeuropa, das braucht auch noch ein gewisses dafür. Aber einige Länder, die sich da ganz vernünftig agieren, wie zum Beispiel Portugal, kommen auch in den vollen Genuss praktisch diese Entwicklung. Wenn man Portugal 10-Jahres-Anleiherenditen bei 0,5, 0,6%, also Möglichkeiten gab es für die sich nur ein bisschen vernünftig verhalten nicht. Was ist hier noch interessant? Sehen Sie die grüne Linie. Die grüne Linie ist die Dividendenrenditen des DAXes, des gesamten deutschen Aktienmarkts CDAX. Und die ist so im Bereich um 3% ziemlich konstant seit 2013. Das heißt, Kurssteigerungen auf der einen Seite und Dividendensteigerungen liefen ungefähr im Gleichgang. So hier sieht man im letzten Jahr, da war ja eine Schwäche am Markt, da sind die Renditen sogar noch leicht angestiegen. Und wenn Sie jetzt die Differenz sehen zwischen ich investiere in Anleihen, Gelb, Staatsanleihen, Top-Qualität, zu grün, ich investiere in Aktien. Attraktivität hat sich sogar durch diese Entwicklung noch vergrößert. Die Leute ein bisschen Angst haben, dass die Konjunktur unter Druck kommen. Also die Tendenz für, wenn sie umschichten, bleibt gut. Und da dieses Financial Repression weiterläuft, würde ich mal sagen, sehe ich das mal positiv. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Art Bewertungscheck mache, so ein Scoring mache, da haben wir ja die Situation Liquidität. Positiv, ja, die Notenbanken geben wieder Zinsen positiv, weil die Zinsen fallen und werden damit die Attraktivität für Aktien vorbereiten oder bereiten vor. Und der dritte Punkt ist, die Banken schwenken eine lockere Geldpolitik um, weil sie genügend Spielraum von den Inflationsraten haben. Einige haben schon es umgesetzt, und wir erwarten ja auch, dass die amerikanische Notenbank die wichtigste sozusagen da auch zieht und dann andere werden da folgen. Also das ist sozusagen Plus. Oh, mal schauen, was wir sonst noch haben. Bei Währungen, bei Situation Euro gestellt. Hier die Situation, Herr Trump kommt ans Ruder. Ja, denken alle Ende 2016, es geht hier besser, ne? Der Trump, der macht wesentlich mehr Konjunktur und es ging bis auf 1,03, aber danach hat er erstmal nicht geliefert. Also ging es genau in die Gegenrichtung. Es war allerdings auch mit der Wahl von Macron, da sah es so aus, Europa sozusagen, das besser dasteht, aber jetzt steht Europa wieder nicht so gut da. So, und hier sehen wir aber, wie das die ganze Zeit runterbröckelt ist, wie so ein Keil, der Euro-Dollar läuft. Da darf man sich nicht wundern, der Keil ist eigentlich bullisch, wenn das hier ein bisschen besser geht. Wenn der Euro-Dollar rausläuft und in Richtung 1,20 im Laufe des Jahres läuft. Und das kann natürlich sein, dass die Amerikaner einfach mehr Zinssenkungen liefern, weil sie ein höheres Niveau haben, als die Euro wieder findet, schauen wir mal, welche Rhetorik da morgen kommt. Was noch fehlt, ist das Kaufsignal. Die gelbe Linie ist jetzt von der Tageslinie. Ich habe ja so einen Abwärtskeil, wir laufen da rein und wenn es hier nach oben rausläuft, wo sie über 1,14, wenn man ein Kaufsignal sehen, dann darf man sich nicht wundern, wenn es Richtung 1,20 geht. Übrigens auffällig ist die unglaubliche Volatilität an den Devisenmärkten in den letzten 1,5 Jahren. Früher war da sozusagen wesentlich mehr Volatilität zu haben. Aber das schauen wir uns auch nochmal an. Für die Chinesen ist der Trade-Fonds man folgendes, das ist US-Dollar Renminbi und das funktioniert folgendermaßen. Wenn die Frage stellt, müssen sie mehr Renminbis für einen Dollar liefern. Und das heißt, die Chinesen haben in den letzten 2 Jahren ihre Währung schon geschickt abgewertet, um war ungefähr 10% hier und haben dann so einen Teil der Zölle, die Amerikaner eingeführt haben, sozusagen konterkariert, indem sie sozusagen einfach die Währung günstiger und damit die Produkte günstiger gemacht haben. Also das ist schon eine geschickte Politik der Chinesen, die sich da nicht alles gefallen lassen. Okay, ob sie dann da weitermachen über 1,95, danach sieht es im Augenblick nicht aus. Habe aber noch was Interessantes für Sie. Entschuldigung, das war die falsche Richtung. Das britische Pfund ist Mayday. Ist sozusagen, Frau May ist da ja nicht mehr in Charge, ist immer Parteivorsitzende zurückgetreten. Und wie funktioniert das hier? Hier sehen Sie sehr schön die Kursschwäche des britischen Pfundes, auch nach dem Brexit, wo 2016, man ist in die Vollen gegangen, man hat die Liquidität ausgeweitet und es hat zu einem schwächeren Pfund geführt.
Seit 1,5 Jahren läuft es ziemlich seitwärts, weil keine Lösung da ist. Dann läuft es mal ein bisschen nach oben Richtung 1,18. Das war der Versuch von Frau May, so eine Altparteienkoalition zusammenzukriegen mit den Labour, was ja dann Zoll, und die wollen ja eher so eine Zollunion Labour. Das wäre ja praktisch für die Wirtschaft viel günstiger als so ein harter Brexit, und das kommt jetzt nicht, und jetzt bröckelt es wieder runter. In der Summe läuft es aber schon seit 2 Jahren unten seitwärts, und man wartet auf die politische Lösung. Letztendlich langweilig, schwer auszusagen, in welche Richtung es hier ausschlägt. Sieht ja danach aus bei den Konservativen, dass Herr Johnson da irgendwie das Rennen macht, der sicherlich mal die charismatischste Figur bei den Konservativen ist und da irgendwas versuchen wird. Also von der Seite her muss man sagen, es war ein Top-Thema, aber an den Märkten total langweilig. Ich würde es eher woanders versuchen, ja. Und wenn man sagt, ja, mache ich hier auf seitwärts, aufgrund der geringen Volatilitäten werden natürlich da auch nur ganz minimalste Renditen zu erzielen sein. Ne? Gehe ich mal von aus. Okay, das ist die Währungssituation. Da finden wir eigentlich relativ günstige Situationen. Nämlich, wenn wir Rechte haben und der Euro wertet ein bisschen auf, ist es ja eigentlich günstig, in den Euro zu investieren, weil ich leichte Aufwertungen habe, erwarte, und dann der Anleihemarkt ist abgegrast, bleiben ja nur die Aktien. Und die Aktien sind nicht wirklich teuer, kommen wir nachher nochmal zu. Hier nochmal eine interessante Sache, wenn Sie technische Analyse machen. Hier ist der Ölpreis dargestellt. Sie sehen, 17, 18 lief der Ölpreis schön nach oben bis auf 76. War ja auch die Erwartung, dass bei den Iran-Sanktionen wesentlich mehr passiert. Dann abbrochen mit einem Take-Profit-Signal, diesen schönen Hosse-Trend verlassen, den Hosse-Kanal, der sich und unter Druck gekommen. Interessant ist aber schon ein bisschen Unruhe auch bei der OPEC, und da ist der saudi-arabische Ölminister mit einem Interview am 12. November 2018 in Bloomberg, und wenn Sie da steht, keine Analyse. Die Analyse zeigt ihm hier, dass die Nachfrage nicht im Balance ist. Das Interessanteste bei der Sache ist, dass der Mann überhaupt auf die Analyse schaut. Denkt ja mal, die machen doch den Ölpreis aufdrehen oder zudrehen oder nach dem Interview, die sind genauso im Bild wie alle anderen Marktteilnehmer auch. Die Analyse liefert sehr in den Kreisen als Basis zur Diskussion, würde ich die mal ansetzen. Wie geht's hier mal Herr beim Matzke, Ölpreis? darf ich Sie Wir hatten kurz ja. mal unterbrechen? Ja, bitte. Wir haben leider aktuell ein paar Tonschwierigkeiten bei Ihnen. Könnten Sie das Mikrofon etwas weiter von Ihrem Mund entfernen, während ich Ihnen eine Frage unserer Ja. Teilnehmer stelle? Einer unserer Ja, Teilnehmer möchte nämlich so ist jetzt es wissen, da gab es ja gerade einen Unfall oder einen Unfall, einen Angriff auf zwei Öltanker, was jetzt gerade in der kommenden Woche beim Öl passiert. Können Sie da eine kurze Einschätzung nochmal zu geben? Ja, ich hoffe, es ist besser von der Technik. So, jetzt, wir sehen ja eigentlich, wenn wir die letzten Jahre sehen, stellen wir fest, dass so geostrategische Auseinandersetzungen im Nahen Osten gar nicht mehr so viel Einfluss auf den Ölpreis hatte wie früher, wo man auch erwartete, wenn da irgendwie es im Karton gerappelt hat, dann sind die Ölaktien um 5, 8% nach oben gesprungen in den USA. Das findet ja gar nicht mehr statt. Und das hängt auch damit zusammen, dass sozusagen die Amerikaner mittlerweile die größten Ölproduzenten sind, und Schieferöl, also das hat schon ein bisschen Verwerfung auch an Bedeutung dort eingebracht. Es ist praktisch ein Kampf zwischen staatlichen Ölproduzenten. Es geht übrigens auch reverstaatlichten auf der einen Seite und der Markt. Wirtschaft kann in den USA und im Augenblick sagen, da jetzt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Frecker im Augenblick mal den Sieg davon, und die Amerikaner mit ihrem am Kontinentalsockel wird gebohrt und so immer mehr Öl, die werden erstmal für einige Jahre lang praktisch viel Öl produzieren und den Ölpreis nicht mehr richtig hochlassen. Und die aktuelle Lage ist hier so: Anfang 2019 war ein Aufwärtstrend von 42 auf 66 hoch, den haben wir mit dem Take-Profit-Signal verlassen und sind unter Druck gekommen, so in Richtung 50. Und jetzt hängen wir praktisch 50 fest. In der Summe sieht das so aus, als wenn es eher nochmal einen Tick runtergeht. Ja, wir sind ja in Abwärtstrend jetzt, und um 50 haben wir eine Konsolidierung, und die wirkt eher trendbestätigend nach unten. Also wenn die Herren von der OPEC nicht mehr den Ölhahn zudrehen und sich die Spannung wieder ein bisschen verflüchtigen, bleibt diese Überproduktion und der Druck der Amerikaner. Und also so gesehen, und dass der Iran da immer weiter ausfällt aufgrund der Sanktionen, spielt bei dem Ölmarkt zwar eine Rolle, aber nicht wirklich. Also im Augenblick habe ich es hier eher ein bisschen vorsichtig. Also darf man sich nicht wundern, wenn es nochmal einen Schub nach unten gibt.
Wenn Sie sehen, aber diese 42er-Marke aus technischer Sicht, die ist schon massiv. Die war einmal der Tiefpunkt zum Jahreswechsel 2018, 2019. Aber wenn wir nach links gehen, 2016, 2017, war sie auch Unterstützungszone. Also ich vermute mal, aus technischer Sicht ist das dann auch schon eine massive Zone, wo dann auch Short-Spekulanten und auch fallende Kursverlierer eher mal Trading-Positionen sozusagen schließen würden. Also ein bisschen Vorsicht. Und wenn Sie das jetzt wieder übertragen, der fallende Ölpreis, der ist natürlich schlecht für Ölaktien, was da dranhängt. Er ist aber natürlich positiv für die Inflation, gibt den Notenbanken noch mehr Druck, die Zinsen zu senken und wäre eigentlich in der Summe mittelfristig positiv für die Aktienmärkte, muss man einfach so sagen. Und umgekehrt. Ja. Also von der Seite her bin ich ein bisschen zurückhaltend hier. Rohstoffen schauen, haben das mehr Chancen. Und ich will weitermachen. Nächste Seite sind die Bitcoins. Ist eine gigantische Base gewesen. 19.500 waren die Bitcoins Ende 2017, Anfang 2018. Danach haben wir eine Base gefahren. Interessanterweise arbeitet Bitcoin sehr technisch. Und dann hier nochmal neues Signal im November letzten Jahres runter auf 3.100. Wir haben eine Bodenformation in Form von unserem Aufwärtsdreieck. Und dann wirklich ein brillantes Kaufsignal. Der zentrale Base-Trend, der da existierte von 19.500 runter, wird die Trading-Bodenformation wird mit dem Kaufsignal verlassen und gleichzeitig crossen wir die 200-Tageslinie, die ja Mitte 2018 sehr gut als Widerstandszone gearbeitet hatte. Also ein übergeordnetes Investment-Kaufsignal und seitdem schießt der Bitcoin nach oben. Heute war er auch nochmal mega fest. Praktisch, ich will da nicht spekulieren, hängt das mit den Sanktionen zusammen, hängt das mit dem Trade War zusammen. In der Summe muss man sagen, ist er einfach in der brillanten Hosse und läuft nach oben. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen überkauft. Man kommt ein bisschen spät, wenn man von 3.100 auf 9.000 gestiegen ist. Aber wer da positioniert ist, laufen lassen. Einfach technische Analyse. Trends laufen lassen. Und hier sind schöne Trends. Und eigentlich hat es in den letzten Tagen nochmal ein Trading-Kaufsignal gegeben nach oben. Also hier sieht man, ist eine wesentlich mehr aufs Positive. Und was interessant ist, jetzt beim Ölpreis bin ich also ein bisschen vorsichtig. Interessant ist der Goldpreis. Muss man sozusagen auf die Beobachtungsliste nehmen. Und Sie sehen einmal in dem Goldchart hier den langen Goldchart, der von 2001 losgeht, von 260 US-Dollar auf 1920. Und dann aber auch nachdem die Staatsschuldenkrise mit Griechenland ein bisschen abebbt, kommt der Goldpreis zur Seite, geht runter auf 1046. Muss man sagen, ist ja nur ein Teil der schönen 11-jährigen Hosse wieder hergegeben worden. Eigentlich läuft er von der Struktur her seit 2013 seitwärts. Und speziell in den letzten Jahren in so einer Trading Range unterhalb von 1.975 US-Dollar. Und wenn wir jetzt diese Lockerung der Geldpolitik wieder sehen, die ich ja vorhin andiskutiert habe, darf man sich nicht wundern, wenn der Goldpreis sozusagen nach oben rausspringt mit einem neuen Kaufsignal, muss man sozusagen beobachten. Und unten rechts finden Sie ja so einen kleineren Chart, der das nochmal im Detail verdeutlicht. Da sieht man, dass der Goldchart sozusagen genau gegen diese Widerstandszone angelaufen ist. Und das ist eigentlich interessant, was könnte man hier machen aus technischer Sicht? Sagen, es sieht so aus. Ich meine, bisher liegt noch das Investment-Kaufsignal, wäre der Ausbruch. Also Kurse über 1.400 würden bedeuten, dass wir mit dem dicken, übergeordneten Kaufsignal nach oben rausgelaufen sind. Aktuelles Golden halten mit Sicherungsstoppen, good hold. Man könnte eine Doppelstrategie fahren. Machen Sie eine Anfangsposition in einem Produkt, was auf steigende Kurse setzt. Und sollte der Goldpreis nach oben rauslaufen mit einem neuen Kaufsignal, also Kurse über 1.400 in US-Dollar, dann bauen Sie diese Position aus. Das wäre technische Doppelstrategie, nennt man das. Gerade wenn man sozusagen davor hockt, ist das eine gute Strategie, wie man agieren kann. Also Ja, der vielleicht. Goldpreis, ja. Achso, ja, vielleicht noch ein Hinweis dazu bezüglich der Strategie, was wir im Zertifikatebereich gesehen, Turbo-Optionsschein, das Nonplusultras. So, wir haben uns das mal angeguckt. Zwei Drittel der Schwankungen vom Gold sind kleiner als 10 US-Dollar am Tag. Das heißt also, die Schwankungen sind in der Regel nicht so groß. Das, was wir jetzt gerade gesehen haben, das war schon eine sehr starke Bewegung für den Goldpreis. Und von dem Hintergrund muss man mit dem Turbo-Optionsschein eben nicht so viel Geld investieren wie für eine gesamte Unze, um eben an diesem Goldpreis, um dann eben am Ende 3 oder 4 Dollar zu verdienen. Und von daher sehen wir, dass Anleger durchaus Turbo-Optionsscheine bei Gold einsetzen, um kurz- oder mittelfristig da eben auf einen steigenden oder fallenden Goldpreis setzen. Das aber natürlich immer unter Berücksichtigung des entsprechenden Risikos, weil wenn ich die Chance habe, habe ich gleichzeitig auch das Risiko, das genauso hoch ist, dass ich entsprechend dann mehr verliere.
eigentlich hier schön zu sehen in der Grafik ist sozusagen, ja, haben wir schon wieder Angst. Wenn der Goldpreis anfängt zu steigen oder so, ist das schon wieder Inflationsgefahr. Wir müssen einfach schauen, das ist einfach ein Spiegelbild der Notenbankpolitik. Seit 2013, da ging das Tapering los in den USA und danach hat man ja auch die Geldmengen moderat zurückgeführt, hatten wir ja in der ersten Grafik und auch die Notenbank ganz moderate Zinserhöhungsschritte geliefert. Und in der Phase ist sozusagen mit Gold schwierig und es lief auch nur seitwärts. Und jetzt, wo es sozusagen wieder eine lockere Geldpolitik ansteht, der Kursanstieg des Goldpreises wäre sozusagen ein Ergebnis dieser lockeren Geldpolitik und nicht die Gefahr, dass diese lockere Geldpolitik zu enden hat. Ja, das muss man hier berücksichtigen. Also wenn die Amerikaner auf diese lockere Geldpolitik einschwenken, dann tun sich hier Perspektiven aus. Und das Gute bei der Sache ist, das ist hier noch nicht losgelaufen, das ist noch nicht überhitzt, sodass man hier auch noch gute Investitionschancen hat, wenn es gerade losgeht. Okay, also eigentlich zusammengefasst muss ich sagen, das Umfeld finde ich liquid plus Währung günstig, muss man eindeutig sagen. Inflationsraten auf dem richtigen Weg, Zinsen fallen schon und Notenbanken sollten senken. In der Summe sind das Dinge, die eigentlich mittelfristig immer positiv für Aktien waren. Das heißt, aus technischer Sicht finde ich, wenn ich so ein Scoring-Modell mache, das ist für den internationalen Aktienmarkt und das gilt auch für die Deutschen wieder ins Plus gedreht. Klassischer Zweikampf. Ja, monetäre Impulse, Zinssenkungen und demgegenüber stehen die noch abschwächenden Konjunkturdaten, konnten wir in den letzten Tagen wieder gut sehen. Auch heute, wer von Ihnen geschaut hat, zum Beispiel die Lufthansa, man ist nochmal ein zyklischer Wert, hat ihre Gewinnprognosen ein bisschen in Frage gestellt, schon war der Wert -10%. Also die konjunktursensitiven Aktien waren ja auch besonders schlecht. Also von der Seite her sind wir da eigentlich genau so, wie man in den früheren Phasen auch Aktienmärkte gefunden hat. Und schauen wir uns das mal an. Internationale Aktienmärkte, bloß an der Wall Street, meine die weltweit wichtigste Aktien ist S&P 500. Und wer für sich langfristig das interessiert, habe ich Ihnen mal hier mitgebracht. Den S&P 500, das ist auf der Seite 20 bin ich jetzt. Und den gibt es seit 1941. Der startete bei 10 Kurspunkten. Das ist die rechte Skala. Und die ist logarithmisch dargestellt. Das bedeutet, ein Anstieg um 10%. Von 10 auf 11 ist grafisch genauso dargestellt, wenn ich von 1000 auf 1100 steige. Dafür sorgt die Logarithmik. Und auf der linken Seite ist das Zinsniveau und das ist für die 10-jährigen amerikanischen Anleihen dargestellt. Und interessant hier zu sehen ist, der S&P 500, der befindet sich in so einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Dann gibt es Jahre, da läuft es auch mal 10 oder 15 Jahre seitwärts. Das sind diese Kästen und jeweils an dem roten Kringel ist der Aktienmarkt nach oben rausgelaufen. Und das macht er nicht einfach so. Das ist nicht irgendwie von Geisterhand irgendwie gegeben, sondern es gibt immer ein handfestes ökonomisches Argument dafür, warum es hier nach oben rausläuft. Das können sinkende Zinsen sein, das können attraktive politische Verhältnisse sein, das kann Steuergesetzgebung sein, praktisch was auch immer. In der Summe ist es so praktisch sehr schön, dass der Trend da nach oben läuft und da waren wir über 1520, waren wir 2013 rausgelaufen und der Markt ist auf 2900 gelaufen. Der letzte rote Kringel, der hat sozusagen hervorragend geliefert. Und die Zinsen sind historisch niedrig, wie man sieht. Und unserer Meinung nach bleiben sie auch da unten und damit bleibt die Attraktivität für Aktien gegeben. Und schauen wir uns das technisch an. So ist die Situation in den USA. Ist der Aufschwung seit 2016. Eigentlich läuft das seit 2009. Und hier sieht man, 2016 liefen wir seitwärts, bei 2135 war die Widerstandszone und im August 2016 sind wir nach oben raus. Das war der vor der Wahl. Da waren in den Umfragen noch Frau Clinton in allen Umfragen vorne und nicht Herr Trump. Da ging es schon positiv und dann, als Herr Trump dann auch gewählt wurde, beschleunigte sich das. Er ist nun mal ein Republikaner. Sie sind wirtschaftsnah. Er ist ein Deregulierer eigentlich, also so gesehen. Dinge, die Amerikaner und Aktieninvestoren mögen. Und da sehen Sie, bis Anfang 2018 ist der Markt beschleunigt nach oben gelaufen. Und dann stiegen die Zinsen an und die Notenbanken haben ja auch dagegen geackert. Da sehen Sie, dass es dann auch nur seitwärts lief. Und Ende letzten Jahres gab es eine Schwächeperiode. Und jetzt sind wir aber umgeschlagen. Dieses Jahr ist positiv. Das ist ein V-Recovery, so nennt man das aus technischer Sicht. Das V-Recovery geht im Regelfall in eine Plattform über. Das ist die Seitwärtsbewegung, die wir jetzt haben. Und mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit setzen sich Aktienmärkte danach nach oben ab. Aber nicht mehr mit dem schönen hohen Tempo, das wir im ersten Quartal gesehen haben. Eigentlich ganz klassisch V-Recoveries, Plattformen und danach zuppeln die Börsen nach oben, ist eher was fürs zweite Halbjahr, dass sozusagen
aus diesem Zweikampf niedrige Zinsen, Notenbank senken die Zinsen, lockere Geldpolitik auf der einen Seite und nicht überzeugende Konjunkturdaten, gehen im Regelfall die Notenbanken mit ihrer lockeren Geldpolitik als Sieger vom Platz, was leicht steigende Zinsen bedeutet. Und die Technik verdeutlicht dies in den USA. Man, das ist nun mal der weltweit wichtigste Aktienindex, der S&P 500. Und was heißt das für Bewertungen? Da sehen Sie hier, das ist hier bis Ende letzten Monats. Da sehen Sie Bewertungen gegenübergestellt von Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die gelbe Linie ist die für die USA und das ist immer auf auf Basis der geschätzten Erwartungen für die Gewinne der Unternehmen. Und eigentlich sehr schön zu sehen, wie das parallel läuft zwischen USA, Europa, das ist in diesem Fall praktisch der Eurostoxx 50, schwarze Linie, und für die blaue Linie, das ist der DAX. Und interessant bei dieser Sache ist, wenn man bis 2014 zurückgeht, das ist so ungefähr hier, wenn Sie das sehen in der Grafik, da schneidet die schwarze Linie die blaue Linie von unten nach oben. Das bedeutet, der Eurostoxx 50 wird höher bewertet als der DAX. Und das hängt einfach mit der Zusammensetzung des DAXes zusammen. Dann ab 2015, 2016 ist es die Autolastigkeit des DAXes, die mit für die Underperformance gesorgt hat. Und der Eurostoxx 50, ist eine Bank nach der anderen, geht da ja verloren. Und es kommen ja eher so Wachstumsaktien in den Index. Wir haben Adidas gesehen, die aufgestiegen sind, Fresenius oder aber auch Amadeus IT. Also praktisch immer eine Bank wird ausgetauscht und ein Wachstumswert wird eingetauscht. Und das sorgt dafür, dass sich die Qualität des Eurostoxx 50 peu à peu verbessert. Und der DAX bleibt der Index mit der höchsten Zyklikkomponente in Europa. Das heißt, viele Autos. Also von der Bewertung her sind europäische Aktien nicht billig. Sie sind aber vor allen Dingen auch nicht teuer. Und vor dem Hintergrund der extrem niedrigen Zinsen würde ich mal sagen, ist es eher attraktiv, neben der attraktiven Dividendenrendite. Und dass der amerikanische Aktienmarkt auch ganz vernünftig auf Zinssenkungen die Fantasie reagiert, ist ja hier der Dow Jones Utilities. Das ist auf Seite 23. Und hier sieht man sehr schön, das ist ja, da sind nur amerikanische Versorger, im Wesentlichen Strom- und Wasserversorger. Und die haben im Regelfall stabile Dividendenrenditen. Die Zinsen sinken und die Fantasie, dass die Zinsen sinken. Und hier sieht man, wie dieser Index mit neuen Kaufsignalen über seine historischen Höchstkurse bei 778 hinausgelaufen ist, mit neuen Kaufsignalen in den letzten Tagen neue All-Time-Highs geliefert hat. Also da sieht man, dass die Märkte durchaus auf diese Verschiebung in den Umfeldfaktoren reagieren. Wie geht es hier weiter? Das wird weiter steigen. Und seit 2010 ist der Dow Jones Utilities, ist ja eigentlich mega langweilig, ist er im schönen Aufwärtstrend und hat viele andere Aktienindizes dabei geschlagen. Also hier gehen wir davon aus, dass es weiter nach oben läuft. Das gilt nicht überall, dass es da interessant ist. Wir müssen ein klein wenig Tempo machen, wir wollen auch nochmal für Deutschland schauen. Hier sehen Sie, der Nikkei, der läuft doch nur in übergeordneten Seitwärts-Trading-Range seit 1,5 Jahren. Und katastrophal ist es, schauen Sie unten in der Grafik hier, seit 2016, da sieht man die Umsätze an der Börse in Tokio. Es ist ja so, dass gerade die japanische Notenbank ganz massiv Aktien kauft als Teil ihres QE-Programmes. Und das machen sie über ETFs. Und ich glaube, sie besitzen 70% dieser ausgegebenen ETFs auf den Nikkei, auf den Topix und auf diesen neu kreierten Index, der nur Unternehmen hat, die auch Erträge erzielen in Japan. Und die Notenbank kauft alles raus und trocknet den Markt aus. Eine vergleichbare Entwicklung wie in Europa bei den Staatsanleihen, wo ja die EZB viele gekauft hat und den Markt sozusagen einfach verkleinert hat. Ne? Keine gute Strategie eigentlich. Ne? Sehen Sie, Japan vollkommen langweilig. Geht nur seitwärts. Aber interessant ist die Situation bei den BRIC-Staaten. Sieht gar nicht so schlecht aus. Oben links Brasilien. Ich bin jetzt auf Seite 25. Da sehen Sie, ist ja ein rechtsgerichteter Präsident an die Macht gekommen und wirtschaftsfreundlich und dementsprechend agiert der Markt. Der läuft nach oben seit 2016. Also die Fußball-Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele, die haben sozusagen für die Börse nichts gebracht. Aber seitdem haben wir einen schönen Aufwärtstrend und es sieht danach aus, dass es da unterhalb von Hunderttausende Trendbestätigungen nach oben ist. Es wird tendenziell nach oben laufen. Unten ist Indien, da läuft es auch super. War jetzt die Wiederwahl von Herrn Modi. Der ist ja auch eher wirtschaftsfreundlich. Der Sensex seit 40 Jahren in der Aufwärtsbewegung, neue All-Time-Highs gemacht. Wir sind der Meinung, dass das hier Richtung 42, 43.000 bei den Indern geht. Ist eigentlich ein Basisinvestment. Indien läuft auch auf Euro-Basis gut. Im Durchschnitt haben sie mit dem indischen Index 16% verdient, seit 40 Jahren im Durchschnitt pro Jahr. 2% Dividendenrendite kommt dazu, das ist ein Kursindex. Und man hat im Durchschnitt gegenüberliegend 2% Währungsabwertung, nur auf D-Mark und auf Euro-Basis, also praktisch die Dividende.
Da sehen Sie, dass am Schluss bleiben 14% für 40 Jahre als Kurssteigerung über, auch wenn dieser Index mal zwischendurch, wenn eine sozialistische Regierung in Indien war, nur seitwärts gelaufen ist. Und die Lage in Russland an der Aktienbörse verbessert sich auch. Also hier BRICS-Staaten, da sehen Sie, wie der russische ATS sich nach oben in Bewegung setzt. Ist so ein Aufwärtskanal, sehr moderat. Hängt so ein bisschen am Öl- und Gaspreis eigentlich. Und das, obwohl der schwächelt, geht das hier leicht nach oben. Ist allerdings auch vor dem Hintergrund, dass sich die in Russland ja auch die Zinsen gesenkt werden. Zum Beispiel erst letzte Woche hat die russische Notenbank den russischen Leitzins gesenkt. Und wer nicht von der Stelle kommt, sind die Chinesen. Die hängen halt seitwärts fest. Ja, das ist halt die Auseinandersetzung mit den Amerikanern. Die ist halt sozusagen nicht entschieden. Das ist sehr langweilig. Aber bei den anderen, da sehen Sie, Basisinvestment, BRICS. Vor allen Dingen bei den Einzelaktien kann man ja sehr gut mit indexorientierten Investments umsetzen. Unserer Meinung nach ist das super. Ganz besonders gut gefällt mir Indien. Ist eine junge, wilde, unorganisierte Demokratie auf einem guten Weg. Während China ist ja eher, sagen wir mal, organisiert, möchte man mal sagen. Okay, das war praktisch zusammengefasst Amerikaner, so ein leichtes Plus. Der Markt reagiert sehr schön auf die Zinssenkung. Japan langweilig, muss man sagen. Und bei den BRICS-Staaten habe ich die drei positiven erzählt. Bleiben wir noch praktisch für Europa. Ist der Euro Stoxx 50. Hier sehen Sie schon 2016, schönes Kaufsignal Ende 2016 gehabt. Das war nach dem Italien-Referendum Richtung Wahl von Macron, war mit vielen Hoffnungen verbunden. Und seitdem läuft der Markt wieder nur seitwärts. Schwächeperiode Ende letzten Jahres, weil die Konjunktur halt ängstlich ist, darf man nicht verkennen. Da haben wir noch eine Menge Banken und auch konjunktursensitive Aktien an Bord. Deutsche Autos und deutsche Chemie war ja nicht gerade blendend, was die da abgeliefert haben. Und ist der Markt wieder umgeschlagen mit dem V-Recovery. Und jetzt hängt er seitwärts fest in einer Kern-Trading-Range oberhalb jetzt von der Tageslinie. Und die Prognose ist, dass es jetzt zunächst mal über den Sommer sozusagen in dieser Kern-Trading-Range 3260, 3500 bleibt. Und wir im zweiten Halbjahr dann eine Chance haben, uns leicht nach oben abzusetzen mit den monetären Impulsen. Und im September steht die nächste Indexanpassung an. Ist wieder das gleiche Bild wie auch in den letzten Jahren auch. Das braucht halt seine Zeit, bis der Index sich verbessert. Pernod Ricard, die französischen Getränkehersteller, ist der Eintauschkandidat im Augenblick. Und die französische Bank Société Générale ist mit Abstand die schwächste und droht aus dem Index herauszufallen. Genau die gleiche Tendenz, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Ein defensiver Wachstumswert kommt eher in den Index und ein Underperformer aus dem Bereich Versorger, Banken, Telco werden aus dem Index genommen. Also es ist immer noch diese Altlast zu hoher Gewichtung von vor 15, 20 Jahren, als der Index aufgemacht wurde zur TMT-Zeit. Da waren diese Aktien ganz stark gewichtet und laufen seit vielen Jahren nicht mehr. Okay, und was heißt das sozusagen hier? Jetzt kommt noch eine interessante. Der Euro Stoxx, sagte ich, ist gar nicht so schlecht. Hier haben Sie noch ein Bild zu Deutschland und da sehen Sie, was sich da unheimlich verändert. Hier ist Folgendes technisch dargestellt. Eine gelbe Linie. Unten ist die Zeit seit 1998 und links finden Sie prozentuale Veränderungen. Und das ist einfach eine relative Stärke-Schwäche. Und zwar des DAXes gegen Euro Stoxx 50 Total Return Index. Weil der DAX ist ja ein Total Return Index, Performance Index, wo Dividenden in Kurssteigerungen umgesetzt werden. Und der Euro Stoxx 50, der ist eigentlich ein Kursindex. Und hier ist aber die Total Return Variante dargestellt. Und das bedeutet, wenn die gelbe Kurve fällt, ist der DAX relativ schwach im europäischen Vergleich. Und da muss man berücksichtigen, dass ja einige DAX-Werte auch im Euro Stoxx 50 noch mit drin sind. Also das ist für die Experten unter Ihnen, das ist so ein bisschen autokorreliert, nennt man das. Und wenn die gelbe Kurve steigt, dann outperformt der DAX. Eigentlich hier sehr schön zu sehen. Das ist seit 2005, 2006. Meine Deutschland mit dem Schröderschen Reform im Rücken. Und nach der Finanzkrise wollte die Welt kaufen, was Deutschland produziert und schön outperformt. Und nicht der Dieselskandal 2015 hat diese Aufwärtsbewegung, diesen Aufwärtstrend auseinandergebracht, sondern jetzt. Und meine Interpretation sieht man ja, dass dieser schöne Aufwärtstrend zur Seite verlassen ist mit diesem roten Kringel. Das bedeutet ja, dass der Euro Stoxx 50 besser läuft als der DAX. Und das hängt mit der Zusammensetzung vom DAX zusammen, sehr zyklisch. Ich glaube aber auch, die gesamtpolitische Lage hat sich geändert. Durch Trump ist mehr Protektionismus, steht mehr zur Diskussion. Ich meine, Deutschland ist Profiteur vom Freihandel, muss man ehrlich sein. Und der dritte Punkt ist die Autoindustrie. Ist halt die Frage praktisch, ob die den Umbruch Richtung E-Mobilität, autonomes Fahren und so gut hinbekommt, wie das früher mal war. Oder ob da nicht Chinesen und so auch den Deutschen so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen. Und der letzte Punkt, der hier noch reinspielt, ist natürlich die Frage, was kommt danach? Ich meine, wir haben jetzt hier viele Jahre Frau Merkel gesehen, meistens großen Koalitionen, aber es war immer so eine Politik der Mitte. Und ist natürlich offen, ob
der neue Kanzler oder Kanzlerin, die dann ansteht, auch eher tendenziell sozusagen, Frau Merkel war meiner persönlichen Meinung nach geschickt, sie hat die von schröderschen Reformen erschaffenden Vorteil, ökonomischen Vorteil, geschickt verwaltet, ohne große Experimente. Und ob das natürlich dann so bleibt, ist ja auch ein Unsicherheitsfaktor, oder ob dann da rumgewurschtelt wird, das muss ich erstmal nochmal zeigen. Also Deutschland hat sozusagen nach 12, 13, 14 Jahren Outperformance ist er mal nur in so einen Marktperformer-Status im europäischen Vergleich zurückgefallen. Besonders gut sieht es in der Schweiz aus. Durch die großen Schwergewichte der SMI in der Schweiz, brillant. Aber zum Abschluss hier den DAX. Das bestätigt das nochmal. Nach schönen vielen Jahren Aufwärtstrend, da wo der rote Kringel ist, haben wir das mal zur Seite verlassen. Es geht ein bisschen langsamer. Das waren ja tolle Jahre, praktisch für den DAX. Trotzdem bleibe ich positiv für dieses Jahr. Hier sehen Sie, das ist eine Grafik. Ich bin jetzt auf Seite 30, glaube ich. Kann das sein? Auf Seite 30. Und es ist einfach so, wenn Sie eine Prognose stellen für den DAX, hier sehen Sie, den DAX gibt es jetzt praktisch im 31. Jahr. Den gibt es ja seit Anfang 1988. Da sehen Sie, die positiven Jahre sind grün dargestellt und die negativen Jahre rot. Müssen wir berücksichtigen, dass Dividenden mit eingerechnet werden. Aber ganz knapp gesagt muss man einfach sagen, es gibt viele positive Jahre und wenige negative. Und trotzdem reden die Leute immer nur negativ. Es wird Berauschung und Untergang, nennt man das, ne? Anstatt die Chancen zu suchen, in den grünen Jahren zu verdienen, wird immer nur über die roten geredet. Und da dieses Jahr aktuell 2019 ist eigentlich ein ganz gutes Jahr, es liegt so ungefähr im Durchschnitt, und wir gehen da ja davon aus, dass moderat im zweiten Halbjahr noch ein bisschen was kommt. Und das sehen wir auf der nächsten Seite. Da hatten wir technische Lage für den DAX dargestellt. Muss man schon ehrlich sein, wir haben so eine flache Kopf-Schulter-Verkaufsformation gehabt im Jahr 2017, 2018, und wir sind dann im vierten Quartal mit dem Verkaufssignal durchgefallen durch diese Zone 11.800, 11.900, das war hier. Und das Verkaufssignal ist aber auch abgearbeitet, indem wir hier auf 10.200 zurückgefallen sind. Jetzt haben wir uns mit dem V-Recovery schön erholt. Wir haben hier ein Trading-Kaufsignal nachgeliefert mit dem Sprung über die 200-Tageslinie. Und jetzt sind wir hier in der Seitwärts-Trading-Range eingetreten, in Konsolidierung. Unten ist 11.600, auch die 200-Tageslinie, und oben ist 12.430. Meiner Meinung nach bleiben wir erstmal eine gewisse Zeit da drin, ne? Das ist V mit Plattform, und diese Plattform zieht sich einige Zeit hin. Und mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit werden wir es dann sozusagen im Laufe des zweiten Halbjahres hier tendenziell nach oben raus versuchen, was dann die Markt ausdrücken würde, dass die niedrigen Zinsen und die lockere Geldpolitik wieder zu einer verbesserten Konjunktur im Jahr 2020 führen, und der Aktienmarkt würde das vorwegnehmen. Wirklich vorsichtig, muss man sagen, leichte Eintrübung wäre, wenn wir 11.600 unterbieten. Dann würde sich diese Konsolidierung zeitlich und räumlich vor allen Dingen ausweiten. Danach sieht es im Augenblick aber nicht aus. Und jetzt bleibt die Frage praktisch, welcher Index läuft denn hier am besten in Deutschland aus technischer Sicht? Und da habe ich nochmal auf der nächsten Seite die Indizes gegenübergestellt seit 2009. Sozusagen Momentumstrategie aus technischer Sicht. Sehr schön zu sehen, der DAX unten, der hat in der Summe 230 Punkte hinzugewonnen seit 2009. Das ist inklusive Dividenden. Da sehen Sie, mit anderen Indizes läuft es wesentlich besser. Und der beste Index, den wir in Deutschland haben, ist der Tech. Der Tech-DAX ist eindeutig der beste, und der hat auch am Schluss alle outperformed. Nach der Indexreform 2018, die wir gesehen haben, ist der SDAX etwas ungünstig zusammengesetzt. Der hat einen hohen Industrieanteil. Der ist mit über 25% höher als der vom MDAX. Und ich habe einen relativ hohen Immobilienanteil, der bis vor ein paar Tagen eigentlich ganz gut aussah, aber jetzt irgendwie doch in die falsche Diskussion kommt. Und da sieht man auch, dass der SDAX hier in dieser Grafik sozusagen strukturell schwächelt im Vergleich zu dem MDAX. Das ist ja diese beige Linie, und den TecDAX. Und das sind Dinge, gerade den TecDAX, den kann man sehr gut auch mit Indexprodukten abbilden. Und ich glaube, es geht hier nicht um wenige Basispunkte, wenn Sie sehen, was diese mittelgroßen deutschen Indizes an Gesamtperformance geliefert haben im Vergleich zum DAX, ist das brillant. Und meine Empfehlung ist, gerade beim TecDAX, es sollte in keinem gut geführten technischen Depot fehlen. So ein Basisinvestment in die mittelgroßen deutschen Indizes, wobei im Augenblick TecDAX an Nummer 1 und MDAX an Nummer 2 ist. Ja, dann glaube ich, hier zusammengefasst finde ich, wenn ich mir die einzelnen Aktien anschaue, finde ich eigentlich, Aktienmärkte anschaue, finde ich Folgendes. Die Umfeldfaktoren mit Blick auf Aktienmärkte haben wieder ins Positive gedreht, was sie nicht waren. Ja, also sozusagen das Scoring-Modell, Liquidität plus, Zinsen plus, Notenbank plus.
Devisen, null tut sich wenig, aber ist attraktiv das Niveau her. Und bei den Rohstoffen finden wir ein Mixed Picture mit einer eventuell interessanten Ausbruch beim Gold. Und mit Blick auf die Aktienmärkte muss man sagen, schönes Recovery im ersten Quartal, speziell gesehen wir V-Recoveries, Plattformkonsolidierung wirken langweilig über den Sommer, aber mit einer guten Chance, dass wir im zweiten Halbjahr uns tendenziell nach oben setzen. Und beim DAX haben wir dann so ein technisches Kurs so in dem Bereich von 12.800, 12.900 Widerstandszone. Die nächste sollte dann durchaus in die Diskussion kommen. Das war's von meiner Seite. Ich Herr übergebe mal Matzke, kurz an vielen den Dank Arnold. an dieser Stelle. Ja. Ich habe auch noch ein paar Fragen an Sie und den Herrn Wilhelms. Oder Herr Wilhelms, Ja. wollen Sie gerade noch mal kurz vorweggreifen, bevor ich mit meinen wenigen Fragen, weil die Zeit ist schon etwas vorangeschritten, starte? Wir können direkt loslegen. Dann stelle ich doch zuerst eine Frage an Sie, Herr Matzke. Und zwar, Sie haben uns jetzt ganz viele Eindrücke gegeben und waren auch sehr konkret. Können Sie vielleicht noch sagen, was vielleicht geopolitisch auf uns zukommt und was da dann für Einflüsse reinkommen? Also zunächst mal Europa muss man sagen, ist ja auch wichtig. Die Europawahlen haben wir gesehen. Die ganz großen Befürchtungen, die haben sich sozusagen nicht bewahrheitet, dass die Wahl so ganz so negativ ausgeht. Gut, jetzt ist das übliche Gerangel um die Posten. Das hat sich nicht geändert. Man sieht eine gewisse Kompromisslosigkeit der Wähler. Die wollen ihre Sache haben. Aber auch nicht überall in Europa war grün. Also so das Thema, was hier in Deutschland und Frankreich ganz extrem war, war teilweise in anderen Ländern haben die auch verloren. Also da muss man sagen, das wird irgendwie bunter. Es wird schwierig für Europa, weil die beiden großen Blöcke haben eben nicht mehr die Mehrheit im Parlament, sondern es erinnert so ein bisschen so an die Niederlande, wo dann immer Dreier-, Vierer-, Fünfer-Koalitionen regiert haben. War schwere Kompromisse zu finden und oft haben diese Regierungen auch nicht lange gehalten. Das ist so ein bisschen Europa selber. Dann der Brexit, das wird schon noch zur Verwerfung führen, weil das ist scheinbar so eine Herkulesaufgabe, dass es da gar keine vernünftige Lösung gibt. Und dann, wenn wir auf die Geopolitik hinausgehen, ich persönlich habe den Eindruck, Herr Trump wird vielleicht kompromissbereiter. Das ist wenn wir uns anschauen bei der NAFTA, hat er auch einen tierischen Wirbel gemacht und hinterher hatte man NAFTA-2-Abkommen und das war viel geringer praktisch. Und die zentrale Frage für mich ist praktisch bei den China-Traffics, will er da nur, dass die Handelsbilanzstatistik sich ein bisschen verbessert? Oder will er wirklich dann da auch was erreichen, dass da die Kopiefähigkeit, dass die Unternehmen besser agieren können, dass man Gewinne transferieren kann? Ist das wirklich sein Ziel? Da müssen wir nochmal schauen. Man, ihm läuft ein bisschen die Zeit weg, er muss Ergebnisse liefern, die Wahlen rücken näher. Und geopolitisch im Nahen Osten, ich glaube, dass man darf das nicht überbewerten. Wir haben eigentlich den Eindruck, gegenüber früheren, auch der starken Bedeutung des Ölpreises für die westlichen Wirtschaften, der ja zurückgedrängt ist, muss man eindeutig sagen, dass diese geopolitischen Auseinandersetzungen im Nahen und Mittleren Osten nicht mehr den Einfluss auf die westlichen Börsen haben, wie sie es früher hatten. Ja, also das sozusagen eine gewisse Gelassenheit, glaube ich, sollte man da mal an den Tag legen. Das war zu den geopolitischen oder auch politischen Situationen. Danke für Ihre Antwort. Eine Frage, Herr Wilhelms, an Sie. Sie sind ja der Derivate-Experte hier bei uns im Webinar. Wir haben jetzt heute Öl und Gold besprochen. Was ist denn Ihrer Meinung nach in dem zweiten Halbjahr dieses Börsenjahres noch spannend an Rohstoffen? An Rohstoffen, ja, also wir sehen das ja aus dem Zertifikatebereich da ein bisschen differenziert, weil eben nicht so viele Rohstoffe, die wirklich da sind, auch über Zertifikate gehandelt werden können. Allerdings ist es so, wir haben das schon angesprochen, es gibt Zertifikate auf Öl und da ist die Besonderheit, ich habe gerade die Statistik fertig gemacht, in den letzten 4 Wochen war das meist gekaufte Anlagezertifikat bei uns ein Indexzertifikat oder ein Partizipationszertifikat auf den Ölpreis. Das war wirklich auf Top 1. Das heißt also, man kann im Prinzip im Zertifikatebereich so nah an den Ölpreis rücken, wie mit eigentlich keinem anderen Finanzinstrument. Fonds gibt es ja manchmal auch auf Rohstoffe. Meistens sind da aber nicht die Rohstoffe selbst drin, sondern Rohstoffaktien. Insofern kann man im Prinzip, haben wir hier so ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, wenn es dann tatsächlich um den Ölpreis geht, weil ein Zertifikat auf den Ölpreis so nah kommt man eben nicht ran. Das heißt also, wenn der Ölpreis steigt um 1%, steigt das Zertifikat und fällt um 1%. Wenn der Ölpreis fällt, natürlich die Währungskursumrechnung muss man noch berücksichtigen, aber ansonsten im Groben und Ganzen ist das so. Ansonsten kann man sagen, wir haben auch verschiedene andere Dinge im Rohstoffsektor, die wir anbieten. Also neben Energierohstoffen haben wir auch
sogenannte Soft Commodities oder sowas wie Zucker, Orangensaft. Darauf bieten wir strukturierte Produkte an. Wir haben Aluminium, ich glaube Aluminium zurzeit nicht, aber Kupfer auf jeden Fall im Angebot, Kakao. Also es gibt verschiedenste Themen, die im Zertifikatebereich über Herr Matzke, wir verstehen Sie gerade sehr schlecht. Sie sind sehr leise. Ach so, ich spreche gar nicht. Ah, okay. Herr Wilhelms, dann verstehen wir Sie jetzt besser. Ja, Jetzt sorry, ich gerade. glaube hier auf den, wir hatten hier Knopfprobleme. Nee, also ich weiß nicht genau, wo ich dann stehen geblieben bin. Auf jeden Fall Goldpreis auf Platz 5 der beliebtesten Basiswerte bei uns in den letzten 4 Wochen und vielleicht noch ein, zwei Worte jetzt abseits des Rohstoffsektors. DAX ist bei uns natürlich immer sehr beliebt im Zertifikatebereich, aber seit Monaten hält sich eine Aktie auf Platz 2. Früher war das immer der Euro Stoxx 50. Dann war es eine ganze Zeit der Ölpreis, als er so stark nach unten gegangen war. Dann waren es die ganze Zeit auch amerikanische Einzelaktien, die sich dort in den Top 2 gefunden haben. Aber seit Monaten auf Platz 2 der beliebtesten Basiswerte für Zertifikate ist Wirecard. Und das ist auch leicht zu erklären. Die Aktie schwankt extrem stark. Das heißt, das ist für diejenigen, die spekulativ unterwegs sind, interessant, weil wenn man eine Idee hat, die Aktie steigt. Und das Ergebnis kommt dann relativ schnell, dann hat man dann relativ schnell auch diesen Gewinn, da muss man nicht so lange warten. Und das andere ist Anlagezertifikate, so Discounter zum Beispiel, die sind ultra sehr, sehr attraktiv im Vergleich zu anderen Discount-Zertifikaten auf andere Aktien, weil die Volatilität bei Wirecard so hoch ist. Das heißt, hier kann man auch, wenn man einen Discount hat von 20%, immer noch eine Rendite fast im zweistelligen Bereich erreichen. Also umgekehrt heißt das, die Aktie kann 20% fallen, ich mache keinen Cent Verlust. Und erst wenn die Aktie mehr als 20% fällt, fange ich an, mit dem Discount-Zertifikat Verlust zu machen. Wenn die Aktie dann aber nur 16, 15% fällt, dann mache ich einen Gewinn eben von 8, 9%. So grob das Prinzip von dem Discount-Zertifikat, ja. Vielen Dank für diesen Einblick. Da wir jetzt schon nach 19 Uhr haben, liebe Zuschauer, für Sie noch ein kleiner Hinweis. Dieses Webinar wurde aufgezeichnet. Das heißt, Sie können im Nachgang der Veranstaltung einfach noch mal ganz in Ruhe in das Webinar reinschauen. Den Link, den gibt es per Mail. Sie finden die Aufzeichnung aber auch auf unserer Startseite über finanzen.net und in unserem YouTube-Kanal. Schauen Sie einfach mal vorbei. Da haben wir auch andere Webinare mit der Commerzbank, zum Beispiel auch der Jahresausblick von 2019. Da finden Sie dann nochmal die Einschätzung der Experten. Im Nachgang der Veranstaltung kommen nochmal Infos mit dazu. Herr Wilhelms hat es gerade angesprochen, dass es einige Zertifikate bei der Commerzbank gibt. Sie erhalten nochmal den Link zur Seite, wo Sie es auch einfach mal selbst durchstöbern können. Genau. Und können unsere Jetzt. App herunterladen. Wir sind Genau, einer der das kommt wenigen auch noch dazu. Zertifikateanbieter, der eine App anbietet. Und vor allen Dingen, meisten genutzt ist der Marktüberblick, wo man halt von 8 bis 22 Uhr sich die Indikationen, unsere Commerzbank-Indikationen zu den wichtigsten Indizes und Währung, Rohstoffe anschauen kann. Und dann kann man nebenbei auch ein Produkt suchen, ja. Ein wunderbares Fazit. Ich hätte gerne von Ihnen beiden, lieber Herr Matzke, lieber Herr Wilhelms, noch ein inhaltliches Fazit für heute Abend, bevor ich Sie dann in den wohlverdienten Feierabend entlasse. Was möchten Sie unseren Webinarteilnehmern heute noch mit auf den Weg geben? Was sollten Sie für das zweite Börsenhalbjahr im Hinterkopf behalten? Herr Matzke, bitte starten Sie doch. Ja, das ist die Überschrift meiner Präsentation. Die technische Lage ist eindeutig besser als die Stimmung. Kurz und Ja. knapp, Herr Wilhelms, vielleicht machen Sie gerade weiter. Ja, und nachdem der Aktienmarkt ja seit 2009 in einer starken Aufwärtsbewegung ist, bleibt mir nur immer wieder zu sagen, dass man mit Zertifikaten eben auch auf andere Marktphasen als steigende Kurse setzen kann, eben Seitwärtsmärkte oder fallende Märkte. Also wenn Sie sich dafür auch nur leicht interessieren, gucken Sie einfach mal rein bei uns auf der Webseite, finden viele hilfreiche Informationen. Wir bieten auch noch eine Webinarserie an, die wöchentlich ist, kleiner Ausblick auf den Markt. Also schauen Sie einfach mal vorbei. Und nichtsdestotrotz zum Schluss noch unser Magazin Ideas. Da finden Sie auch regelmäßig Artikel von Herrn Matzke. Das schicken wir Ihnen gerne auch kostenlos per Post. Wie gesagt, das finden Sie alles unter zertifikate.commerzbank.de. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie heute mit uns einen Blick auf die Märkte im zweiten Halbjahr geworfen haben. Dann wünsche ich Ihnen, Herr Matzke und Herr Wilhelms, jetzt noch einen schönen Abend.
und hoffe, dass Sie nochmal bei uns hier bei Finanzen.net im Webinar zu Gast sind. Ja, vielen Dank. Ihnen auch einen schönen Abend, allen Zuhörern dann auch noch einen angenehmen Abend. Ja, und auch bei Tschüss. Ihnen, liebe Zuschauer, möchten wir uns, ich sage das jetzt mal stellvertretend für Herrn Matzke, Herrn Willems und für mich, für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Danke für Ihre zahlreichen Fragen. Wir konnten natürlich heute nicht alle klären. Sie erhalten auch die Kontaktmöglichkeit zu unseren beiden Experten per E-Mail geschickt. Falls da eine Frage unbeantwortet geblieben ist, können Sie sich gerne an die Commerzbank wenden. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genießen Sie den restlichen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments.